Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Wie können wir den Coronavirus wieder mehr Freiheit abtrotzen, ohne Abstriche an unserer Sicherheit und Gesundheit machen zu müssen? So wie es die UEFA in den vergangenen Wochen mit ihren übervollen EM-Stadien zelebrierte, sicher nicht. Niemand möchte Corona erneut entfesseln. Doch wer es in den zurückliegenden 14 Monaten auch nur wagte, den einseitigen Blick auf den Inzidenzwert kritisch entgegenzutreten, handelte sich schnell Ärger ein. Virologen, Bundesregierung und auch Ministerpräsidenten hatten stets die eine Antwort auf alle Fragen. Der Inzidenzwert ist entscheidend. Und weil wir als Regierungsfraktion Stimme der Menschen in Bayern sein möchten, fordern wir Freien Wähler seit mehr als einem Jahr, bitte bei der Bekämpfung des Coronavirus nicht allein auf die Zahl der Neuinfektionen zu schauen. Dass wir in dieser Frage auch den Koalitionspartner gegenüber hart blieben, verdanken wir vor allem unserer gesundheitspolitischen Fraktionssprecherin Susanne Enders. Als langjährige OP-Schwester hat sie schon frühzeitig erkannt, was unsere Bürger über die Gesundheitspolitik im Freistaat wirklich denken. Etwa, dass sich ein Lockdown mit all seinen schädlichen Folgen für Gesellschaft, Kinder, Kultur und Wirtschaft nicht allein aus einer einzigen Vergleichsgröße heraus rechtfertigen lässt. Vielmehr gilt es, alle Schutzmaßnahmen an der pandemischen Gesamtlage auszurichten. Die Inzidenz als Mutter aller Zahlen hat also ausgedient. Wegen fortschreitender Durchimpfung der Bevölkerung, wegen besseren Schutzes der Risikogruppen und geringerer Häufigkeit schwerer Corona-Verläufe. Wir Freien Wähler machen uns für das Konzept einer gewichteten Risikoinzidenz stark. Auf gut Deutsch: Hospitalisierung, Auslastung der Intensivbetten, Durchimpfung der Bevölkerung, R-Wert und Positivrate von Corona-Tests sollten gemeinsam mit der Inzidenz betrachtet werden, bevor wir erneut in die Grundrechte der Bürger eingreifen. Lange mussten wir Freien Wähler uns für diese Haltung belächeln lassen. Nun empfiehlt es auch das renommierte Robert-Koch-Institut der Bundesregierung. Selbst der Ministerpräsident hat eingesehen, dass es sinnvoll ist, sich die Corona-Krankenhauszahlen anzuschauen und den hohen Prozentsatz der bereits Geimpften zu berücksichtigen. Plötzlich spricht der Ministerpräsident sogar von einer möglichen Erhöhung der Grenzwerte. Noch vor ein paar Tagen schien dies undenkbar. Es zeigt sich also wieder einmal, steter Tropfen höhlt den Stein. Wenn wir Freien Wähler im Maximilianeum und der Staatskanzlei nicht locker lassen. Danke, Susanne. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.